Was sagst du nach 2 Jahren Krieg Russlands gegen die Ukraine? Siehst du eine Chance für einen Waffenstillstand? Ich weiß noch gar nicht, ob du den willst, aber falls du ihn willst. Oder siehst du keine Chance für einen Waffenstillstand? Ich meine, dass wir ihn dringend benötigen. Ja, wer ist denn jetzt gegen... dagegen, die Mehrheit des Bundestages ist gegen einen Waffenstillstand. Das erklären die mir auch. CDU, CSU ist dagegen, SPD ist dagegen, Bündnis 90 Grüne dagegen, FDP dagegen. Ja, gegen Waffenstillstände ist die Bundesregierung ja allgemein. merken wir ja jetzt gerade in der Ost, sowohl als in der Ukraine. Ich würde mir wünschen, wenn von heute auf morgen die russischen Truppen aus dem ukrainischen Staatsgebiet verschwinden würden und der Krieg damit vorbei ist. Ja? Also Das hat Pistorius auch. Und dann frage ich ihn, ob sie es nicht machen. Das ist die Idealvorstellung. Das wäre schön. Damit wäre der Krieg vorbei. Ein Mann könnte diesen Angriffskrieg sofort beenden. Das ist Wladimir Putin. Das ist aber nicht realistisch. Wie wir zu einem Waffenstillstand kommen, ist halt die andere Frage. Es gibt halt Leute, die sagen, naja, erstmal muss es einen Waffenstillstand geben. Und dann gibt es Verhandlungen und in diesen Verhandlungen darf dann die Ukraine nicht verlieren. Und nicht verlieren bedeutet ja, dass die Ukraine ihr Staatsgebiet behält. Und zwar das komplette ukrainische Gebiet wie die Krim. Und das ist halt dann auch naiv und ich glaube, das forderst du. Nein, richtig? Bei der Krim gibt es eine Regelung im Minsk-Abkommen 2. Das bedeutet erstmal, dass sie auf das Donbass-Gebiet überhaupt nicht verzichten sollen. Aber was die Krim betrifft, kann man sich verständigen auf das, was dort drin steht, nämlich auf den Zeitpunkt, wann man wieder über die Krim spricht, oder man versucht es gleich. Dann gibt es. Aber Krim gehört doch zur Ukraine. Ja. Trotzdem gibt es ein Abkommen zwischen Ukraine und Russland, einen völkerrechtlichen Vertrag. Ist das nicht passé mit dem Überfall? Es ist deshalb nicht passé, oder es ist passé in gewisser Hinsicht, weil aber die Ukraine versprochen hat, im Donbass-Gebiet als autonom zu machen innerhalb der Ukraine, haben sie da nie gemacht. Hat Russland versprochen, nicht anzugreifen? Wie bitte? Hat Russland versprochen, nicht anzugreifen? Ja klar, hat Russland das versprochen. Aber ich verstehe gar nicht, worauf du hinaus willst. Die Ukraine hat den Vertrag verletzt, indem sie nicht bereit war, dieses Gebiet für autonom zu erklären. Sie hat den Vertrag verletzt, indem sie dort offiziell die russische Sprache unterbunden hat, wo auch das Gegenteil vereinbart war. Nur all das, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, rechtfertigt keinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ja. Niemals. Da muss man in neue Verhandlungen treten, Druck machen etc., aber niemals einen Krieg führen. Aber da sind wir uns völlig einig. Das aber hat Russland gemacht. Und das ist aber alles passé, weil die Russen die Ukraine überfallen haben und jetzt eine neue Situation herrscht.